Mit gut gewetzten Messern eröffnen die Menschen am Kvarner, wie hier Nedeljko Dražul aus Moschenice, die Saison für den wilden grünen Spargel. Ab Ende März kann das Gemüse geerntet werden. Wer den Spargel finden und sammeln will, braucht allerdings einige Erfahrung. Die schöne grüne, dunkelgrüne. Wir haben bevor etwas Helles gepflückt, aber das hat nichts zu tun mit Qualität des Spargels. Das ist auch gut. Kann man ruhig essen. Es heißt nur, dass die in Schatten wachsen. Es ist nicht viel zu achten. Man muss Auge haben und muss ein bisschen Gefühl haben. Es ist ziemlich schwer, sowas zu finden, zu sehen. Also ich zum Beispiel von hier sehe jetzt 5, 6 Spargel. Du wahrscheinlich nicht. Bei ausreichender Wärme und Feuchtigkeit wächst der wilde Spargel bis zu 7 cm an einem Tag. Und in manchen Gegenden besonders gut. Das ist aber eine gute Position, ganz gute Region für Spargel. Überall hier, also vom Lovran, Moschenice, Brseč und weiter nach Plomin. Der Spargel ist das erste essbare wilde Gemüse des Jahres und gehört zu den traditionellen Ostergerichten. Gerne in Kombination mit Eiern, ein Gericht symbolisch für den Neubeginn. Diese Essen, sogenannte, also sehr bekannte, bei uns heißt es Fritaja. Also es geht mit Spargel, geht mit Eier, so. Und irgendwas anderes. Es kann Schinken sein, Speck, Prosciutto, irgendwas, was du zu Hause findest. Für die Pfanne ist wichtig, dass es heiß ist, also warm ist, ne? Ganz gut warm, oder alles geht auf Olivenöl natürlich, ne? Also ich nehme diese neutralen Sachen, weil ich sage immer, muss man Spargel fühlen. Das ist hier ist jetzt Gotto. Also einfach drauflegen. Ich salze nie. Also Salz und Pfeffer geht nach Geschmack nachher. Also was ich wichtig finde, ist, dass die Eier weich bleiben, also nicht hart, nicht gebacken, sondern weich. Und das ist fertig. Jetzt Mahlzeit.